So, Freunde der fabeltastischen Unterhaltung, willkommen zurück in der dritten Folge von Fable, oder genauer gesagt von Let's Play Fable. Und heute ist immer noch der 4.9. Jetzt um 20.46 Uhr. Ich war zwischendurch noch was essen. Ja, wir standen jetzt in dem Dorf kurz vor Mutter Teresa mit ihrem Nonnenanzug. Und genau, wir waren ja weiblicher Charakter und so. Hatte ich ja in der letzten Folge oder in der ersten Folge halt gesagt, dass wir mal, damit die Leute von Gronkh sich auch mal ein anderes Let's Play angucken können, wo man sieht, wie sich die Olle entwickelt. Ne, hier habt ihr das Let's Play dazu. Komm jetzt nicht. Ja, ich komme ja schon. Öffne das Tor! Danke, mein Freund. Viel Glück! Na? Nimm das. Nimm dies! Nimm das! Nimm jenes! Bauertümpel Grabsiegel. Info. Ein fremdes, dunkles Siegel, das zur Tür des Bauerstone, des Bauertümpelgrabes passt. So. Warum zum Teufel weiß, wenn es ein fremdes, dunkles Siegel ist, warum weiß sie bitte, dass, ach, egal, dass das daran passt und so. Das ist ein mächtiges Artefakt. Alle Helden besaßen eines. Damit kommst du an Orte, die anderen versperrt sind. Außerdem kann ich dadurch mit dir reden, wenn nötig. Oh, cool. Jetzt? Wie bei meiner Seele. Ja, meine Seele ist auch ein... Wenn du herauskommst, wirst du stärker sein. Viel stärker. Von der Erzählung her passt du doch auf meine Seele. Weil, altes, dunkles Artefakt, mit dem man an... Ja, ich gehe ja schon. Mit dem man an Orte kommt, an die man sonst nicht kommt. Tief im Innern liegt die Schicksalskammer. Wenn man reingegangen ist, ist man hinterher... Wenn man rein und wieder rausgekommen ist, ist man hinterher wieder wesentlich schneller. Grabung. Grabe. Graben. Ach, das geht hier mit dem. Was buddeln wir denn da aus? Bei den... Ah, Gänseblümchen. Na Mensch. Ein Gummiball. Wir haben unser Ziel erreicht. Info. Alle Hunde wissen, dass Menschen den wahren Wert dieses Gegenstandes nicht kennen und ihn ständig einfach wegwerfen. Einer alten Hundesage zufolge tötete der Hundegott Kainin einst seinen Bruder Fabel, um an diesen Gummiball zu gelangen. Interessant. Den nehmen wir doch. Archäologe. So, Hund, wo bist du? Hund, bleib mal stehen. Hallo? Ich würde jetzt gerne mit dem Hund interagieren, wenn das geht. Hallo? Hundeinteraktion irgendwie? Hundeinteraktion, hallo? Wie geht denn das? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ah, jetzt. Ja! Hol das Bällchen! Ja, das hat er fein gemacht. Hat er fein gemacht. Da. Ja, komm. Ja, komm. Ja, feiner Hund. Feiner Hund. Gut, komm, gehen wir weiter. Wir wollen das ja nicht auskosten. Und wir stürzen uns direkt in den Kampf. Direkt ins Vergnügen. Und jetzt wird es erstmal nass, so wie es aussieht. Schwimmen wir hinüber. Ich weiß gar nicht, ob auf dieser Stelle beim dritten Teil auch ein Grab steht. Ich glaube nicht. Freischalten. Ich finde übrigens schön, dass in den kompletten Teilen die Türmechanismen nicht geändert wurden. Also im dritten Teil gibt es eine Tür, sieht genauso aus. Mhm. Lädt altes Grab. Ich finde die Grabmäler immer sehr schön. Ja, gehen wir mal hinab. Was? Wer? Hab wie? Wo? Keine Angst. Ich spreche mit dir durch das Gildensiegel. Du musst in dieses Loch springen, um weiterzukommen. Keine Angst. Am Boden ist Wasser, das dich auffällt. Na dann,
Ich glaube, wir haben den Gummiball verloren. Egal. Das Büros aus dem Tümpel. Gibt es hier vielleicht irgendein Versteck, was man sich angucken kann? Alte Särge? Leere Särge vor allem. Okay. Kommt man hier irgendwo hin? Nee, eigentlich nicht. Noch ein paar Särge. Särge. Was ist das für ein Ort? Hier kann man springen. Ungeziefer. Ich glaube, unser Freund Afu war mal Afa oder wie der hieß, war hier. Hier, friss. So. Die grünen Kugeln enthalten das Wissen und die Erfahrung der Kreaturen, die du tötest. Das heißt, wir wissen jetzt, wie man im Erdreich Tunnel buddeln kann. Und wie man Kothaufen mit Eiern belegt. Yeah, jetzt können wir uns vermehren. Ach nee, Moment, bei uns funktioniert das ja anders. Wir machen das ja nicht über Eier. Also nicht direkt. Was ist das hier? Hier ist nichts. Ja, tut mir leid, ich muss Höhlen immer so ein bisschen erkunden. Das liegt daran, dass ich Höhlenforscher bin und kein Schwertkämpfer. So, suchen wir doch mal. Ein Schatz. Was hat er denn da? Ein Silberschlüssel, was? Gold? Silber, Gold, Gold, Silber, Silber. Info. Diese seltenen Silberschlüssel öffnen magisch verschlossene Truhen in der ganzen Welt. Für jede Truhe wird eine bestimmte Anzahl von Schlüsseln benötigt. Also sucht immer nach weiteren. Man weiß nie, was man in einer Silberschlüsseltruhe findet. Das stimmt allerdings. So geht's hier weiter, ja. Gut sieht's hier aus. Vertrauensvoll mit dem Ganzen. Insekten. 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 Miau. So. Was haben wir hier? Geplünderte Särge und ein Türchen. Ah. Eine Truhe. Da gehen wir ran. Wie zu Hause. Erstmal alle Truhen öffnen, die man findet. Scheißegal, was drin ist oder wem die Truhe gehört. Wir nehmen einfach alles mit. Ein Geld bei 150 Goldstücke. Meine Fresse, Alter. Und vor nicht einmal 10 Jahren musste man noch ewig für 5 arbeiten. Jetzt kriegst du hier schon 150 um die Ohren gepfeffert, wenn du eine alte lumpige Truhe öffnest. Das Erwachsenwerden zahlt sich aus. Wie im reellen Leben, ne? Früher musste da für 5... Triff den Schalter, um weiterzukommen. Gut. Das war jetzt eigentlich mehr geraten, weil das Ding gelb war und die in Fable 3 auch gelb sind zum Schießen, aber sah ja sehr professionell aus, was der getan hat. Wo geht's denn hier hin? It's a true. Mach mal auf, das Ding. Was haben wir da? Rostiger Streitkolben. Info. So grob und hässlich wie effektiv. Man kann sich diesen Streitkolben in den Händen der ersten Männer auf dieser Welt vorstellen. Mal ganz kurz. Das stimmt allerdings. Besser als besser als unser rostiges Langschwert benutzen wir mal. Bap, bap. Niu. Haben wir schon mal eine bessere Waffe gefunden. Aber ich glaube, für so eine zierliche Frau macht sich das eigentlich nicht so gut, oder? Eine Keule, also Moment, Keule schwingen und Frau und so. Das Problem ist immer, bei mir ist das Niveau so niedrig angesteckt, wenn ich hier versuche, irgendwie was Ernstes zu let's playen, dann sitzen die meisten vor dem Bildschirm von euch und denken wahrscheinlich, er hat Keule gesagt. Hier, ich tausche euch meine mächtige Keule um die Ohren. Die haben damals schon die ersten Männer dieser Welt ins Gesicht bekommen. Also nicht, dass ihr jetzt was Falsches denkt, ne? Es ist alles so gemeint, wie ich sage. Und was sich zweideutig anhört, ist eindeutig so gemeint. In dem Moment andersrum. Oder? Doch richtig? Ach, ich hab keine Ahnung. I have no idea. So, wo geht's denn hier hin? Da liegt ein Knochenmann. Brian Dance Tagebuch. Info.
Dies scheint eine Seite aus dem Tagebuch eines Entdeckers zu sein, in dem er seine Expedition in diese Höhle beschreibt. Dritter Tag. Meine Hand zittert vor Erschöpfung. Aber ich muss wachsam bleiben. Letzte Nacht, als wir um das Feuer herumlagerten, bin ich fast eingenickt. Habe aber trotzdem Eric und Drake im Auge behalten. Ich habe das gierige Funkeln in ihren Augen gesehen. Sie wollen den Schatz an sich nehmen. Vielleicht wird es Zeit, den Trank zu benutzen. Brandon. Ja, der Trank scheint definitiv irgendwie gut geholfen zu haben. Also man kann ihn nur als wirkungsvoll bezeichnen, wenn es sich um den Trank des Todes handelt. Gibt's da drüben noch was? Ja, hier liegt auch noch einer. Eriks Brief. Leute, jetzt habe ich den nicht vorlesen können. Wartet mal, Leute. Ich bin immer so schnell mit dem Wegstecken. Gegenstände. Verschiedenes. Gummiball, Silberschlüssel, Halsband, Bücher und Dokumente. Eriks Brief, da ist er ja. Dieser nicht abgeschickte Brief wurde von einem Mitglied der Schatzexpedition geschrieben. Liebste Harriet, unsere Reise ins Innere vom Bauertümpel hat sich zum Schlechteren gewendet. Ich hoffe, dass ich überlebe und noch einmal das Tageslicht sehen werde. Ihr hattet recht mit Brandon und Drake. Sie sind selbstsüchtige Grobiane, die sich hinter meinen Rücken... Na, kurz. Jetzt bin ich abgerutscht. Grobiane, die sich hinter meinem Rücken verschworen haben, um meinen Mord zu planen, damit sie den Schatz behalten können. Habt keine Angst, mein Liebling, denn ich werde ihre Wasservorräte vergiften, wenn sie schlafen. Bald sind wir reich. In Liebe, Eric. Ja. Also, ich kann ja nicht verstehen, wie man überhaupt einen Eric mit auf die Expedition nimmt. Also, das kann ja nur schief gehen. Ich meine, ich weiß ja selber, wie das ist, ne? Wenn man so einen Eric bei sich hat, der praktisch immer mit einem im selben Stuhl sitzt. Das sind einfach totale Egoisten und Vollidioten. Selbst dann, wenn sie mit C geschrieben werden. Oh, hier liegt noch einer. Drakes Abschiedsbrief. Info. Captain Drake, so. Auf diesem zerrissenen Stück Papier stehen die letzten Worte von Drake Morton, einem Entdecker und Schatzsucher. Irgendwann wird es einfach zu viel. Ich habe 5 Nächte ohne Schlaf, in denen diese Schurken sich hinter meinen Rücken verschworen, einen Riesenkäferangriff, bei dem ich einen Fuß verlor und einen nicht enden wollenden Schluck aufertragen. Aber es hat sich gelohnt, denn ich habe ihn gefunden. Ja, der Schatz gehört mir. Wer weiß, welcher große Held einst diesen magischen Edelstein benutzte. Aber eins weiß ich, weder Brandon noch Eric werden ihn in die Finger bekommen. Ich werde sie heute Nacht vergiften. Dann werde ich den Stein in den Tümpel und werfe ich den Stein in den Tümpel und vergifte mich selbst. Nur für den Fall, niemand hält Drake Morton zum Narren. Nur frage ich mich gerade, lieber Drake, wer von denen hat denn nun eigentlich gewonnen und wer hat hier wen vergiftet? Verdammt, haben die sich alle gegenseitig vergiftet, oder was? Das war bestimmt ein und derselbe Gifthändler. So, runter. Ein und derselbe Gifthändler hat wahrscheinlich an alle drei Gift verkauft. Nach dem Motto, pass auf, der will dich verraten. Du sollst jetzt gefeilt sein mit etwas Gift. Ach, da waren wir gerade eben. Da lag der Brandon. Fab. Kommt her, meine Kügelchen. Auch das sollte sich nicht so anhören, wie es sich angehört hat. Hier irgendwo ist noch einer. Hör auf, so penetrant zu hecheln, das ist ja eklig. Geht's hier irgendwo hin? Nö, hier nicht. Alter, Köter. Wie der echte Basti. Nur am Hecheln, sobald er mich sieht. Also, sobald er meiner Nähe ist, sagen wir lieber so. Und wieder die Bälle von irgendwelchen harmlosen Käfern eingesammelt. Langsam werden wir richtige Experten darin, Eier in Scheißhaufen zu legen. Oder uns am Boden einzubuddeln. Tap. Oh, jetzt haben wir einen Haufen Gelbe. Ich weiß noch nicht, was der Unterschied zwischen den Gelben, den Blauen und den Roten und den Grünen ist. Oh, da kommt noch wer. Hier. Krass. So.
So. In der Dunkelheit hier irgendwas übersehen? Nö. Weiter geht's. Tiefer hinab in das Grab. In die Grab. Was ist denn das? Interessant. Ja. So eine Haustür möchte ich auch gerne haben. Das ist halt scheiße, wenn man die Munition vergessen hat irgendwie. Dann kommt man nicht mehr rein. Muss man mit kleinen Kindern nach dem Ding werfen. Was haben wir hier denn? Suche. Hochzeitsglocken. Ein Buch voller Ratschläge, wie man Liebesgefühle bei anderen weckt, bis sie endlich ich will sagen. Es wird empfohlen, die begehrte Person gut kennenzulernen, dann kann man die richtigen romantischen Ausdrucksmittel auswählen, sie mit passenden Geschenken überraschen und Verabredungen an den jeweiligen Lieblingsorten organisieren. Wer zu überzogen handelt, kann jedoch Langeweile erzeugen, also sollte man beim Umwerben nicht zu stürmisch sein. Na dann. Hier geht es einmal hoch und einmal runter. Nach oben führte aber kein Lichtschein. Das heißt, es ist nicht der Weg, den wir nehmen sollen. Das heißt, hier wird es irgendwas geben. Und wo ist etwas? Käfer! Fress meine Keule! Noch mehr Bücher. Der Zackenturm. An diesem seltenen Buch hat die Zeit Spuren hinterlassen. Es erzählt vom Untergang des Alten Reichs und dem, was viele Gelehrten zufolge der Auslöser dafür war. Der Zackenturm. Der Bau des Turms soll vom letzten Archon in Auftrag gegeben worden sein, der ihn als eine Art Kanal für die gesamte Willenskraft der Welt nutzen wollte. So sollte eine gewaltige Macht beherrscht werden, mithilfe derer der Benutzer sogar die Realität selbst formen könnte. Am Tag der Fertigstellung betrat der Arsch schon den Turm und die Untergebenen warteten auf seinen ersten Wunsch. Was immer es war, es setzte eine verheerende Energiewelle frei, die das gesamte Reich zerstörte. War das wirklich der Wunsch des Arsch schon, eine verdorbene Welt auszulöschen, damit eine neue entstehen konnte? Das ist eine Frage. Wer weiß, Leute, hat das ja mit dem Hintergedanken getan. Der Held von What Oakvale? Was steht dazu? Dies ist eins der vielen Bücher über den Helden von Oakvale, der den gefürchteten Messer Jack besiegte. Das ist übrigens der Charakter aus dem ersten Teil. Obwohl er sehr unterschiedliche Berichte über das Leben und die Taten des Helden gibt, sind sich alle einig, dass er das legendäre Schwert der Äonen gegen Jack einsetzte und ihn zweimal tötete, einmal als Mensch und später in der Form eines Drachen. Zu seinen vielen anderen Errungenschaften gehören sein Sieg in den Hexenholz-Arena, das Erledigen des Weißen Belverins und die Befreiung der Feuerherzpropheten. Obwohl alle offiziellen Berichte über möglichen Nachkommen beim Angriff auf die Heldengilde vernichtet worden wären, wird weiter angenommen, dass sein Blutlinien noch existiert und eines Tages ein neuer Held kommen wird, um Albion Notzeiten beizustehen. In Notzeiten, so. Was haben wir hier? Eine Truhe mit Efeu, der in einer Höhle wächst. Sehr schön. Billige Halskette. Billig, beziehungsweise da steht ja eigentlich Billig-E-Halskette. Was für den ersten Blick wie ein hübsches Schmuckstück aussieht, entpuppt sich bei genauer Hinsicht als wertloses Stück Müll. Das nehmen wir mit. Müll kann man immer mal gebrauchen, wenn man Leute loswerden möchte, zum Beispiel. Das Ende ist beinahe... Das ist der geilste Buchtitel überhaupt. Dies ist eine Sammlung von Vorhersagen und Untergangsahnungen des Mystikers und Wahrsagers Arthur Löwenzahn. Seine kryptischen Visionen wie die von zwei naiven Brüdern, die den heulenden Tod über eine Stadt des Blutes bringen, führen zu Spekulationen und viel Schulterzucken. Seine anderen Prophezeiungen beinahe beinhalten die Erfindung einer Maschine, die beim Säubern verschmutzter Gewänder hilft.
Seine bekannteste Warnung sagt das Ende der Welt voraus. Laut Löwenzahn wird es allerdings nicht sehr plötzlich kommen. Der Boden wird beben und die Vergangenheit stößt auf blutige Weise in die Gegenwart. Doch vielleicht verwandelt sich auch eine fremdartige Kreatur in einen Drachen und macht alles nieder. Lange bevor dieser Fall eintritt. Was weiß denn ich? Das hier ist ja schließlich keine exakte Wissenschaft. Ah, herrlich. Herrlich. Übrigens, die beiden Brüder, die eine Stadt des Blutes platt machen, die werden wir, glaube ich, in diesem Spiel treffen. Möchte mich nicht festlegen, aber merkt euch meine Worte. Man trifft sie auf jeden Fall in dem dritten Teil. Ich werde euch dann dran erinnern an passender Stelle. Ein sehr schönes Buch. Kommt man da auch irgendwie rauf? Ne, man kann ja wieder nicht springen, ne? Ah, wie das nervt, dass man nicht springen kann. Dabei springe ich doch so gerne. Noch eine Truhe. So, aufmachen. Famp. Und was haben wir da drin? Kindergesundheitstrank. Info. Schmeckt nach Kirschen, gemischt mit Terpentin. Für Verletzungen der Aua-Stufe. Och, nee. Na komm. Die grünen Kugeln enthalten das Wissen und die Erfahrung der Kreaturen, die du tötest. Ja, danke. Ich habe mittlerweile schon gelernt, wie man Eier in Scheißhaufen legt und wie man sich Tunnel durchs Erdreich buddelt. Das habe ich alles von den Käfern mitgenommen. Nur fliegen kann ich nicht, da fehlen mir die anatomischen Voraussetzungen für. Ein Ei legen kann ich, allerdings hat das dann keine feste Form. Hinter diesen morschen Türen liegt die Heldengilde. Okay. Wer hat eigentlich die Fackeln angelassen? Seit Jahrhunderten hat diese Akademie die begabtesten Söhne und Töchter Albions ausgebildet, die durch das gemeinsame Blut verbunden waren. Einst von den Bewohnern Albions angebetet, wurden die großen Helden gefürchtet und gehasst. Niemand erinnert sich mehr an die Nacht, als die Gilde brannte. Sie wurde vergessen. Aber es gibt noch Helden. Du bist hier. Und das gleiche Heldenblut fließt in dir. Sieh dir die Wände an. Dein Vorfahr war einer der mächtigsten Helden aller Zeiten. Als Kind erlitt er einen furchtbaren Verlust, von dem er sich nie erholen sollte. Aber als die Welt sich gegen ihn verschwor, wehrte er sich. Er wurde stark, stark genug, um die Welt nach seinen Wünschen zu formen. Das ist deine Aufgabe. Die Gilde hat auf dich reagiert. Tritt ins Licht und erfahre die wahre Macht der Helden. Ja, Freunde, den Raum sollten wir uns definitiv merken, wenn wir dann den ersten Teil spielen, denn dieser Raum, das finde ich so schön, dass sie sich wirklich die Mühe gemacht haben, viele Örtlichkeiten mit Wiedererkennungswert zu schaffen. Die Türen, der Stil wurde nie verändert. Auch dieser Raum hier, das hat sich nicht verändert. Da gibt's eine Truhe. Mach mal auf das Ding. Aha. Suchen. Ja, okay, das können wir also noch nicht machen. Dann treten wir mal ins Licht. Dem Licht richtig schön in die Eier treten, frontal. Und danach die Eier langziehen. Dein Blut erwacht. Okay, was war das jetzt? Das sah aus wie Blähungen. Du kannst jetzt deine gesammelte Erfahrung in Stärke, Können oder Willenskraft leiten. Stärke verbessert deinen Kampf mit Handwaffen. Mit Können schießt du schneller und auch präziser. Mit Willenskraft kontrollierst du die Macht der Magie. Ich möchte meinen Knüppel schwingen. Das ist ein Kallistor. Es reagiert auf die Willenskraft seines Benutzers. Aha. Bisher konntest du keine Willenskraft anwenden. Aber dadurch, dass du hergekommen bist, hast du Willenserfahrung erhalten. Erlerne eine Willenswertigkeit, um das Kallistor zu aktivieren. Okay, macht man, glaube ich, hier. Ich hatte das schon mal gesehen. Nee, hier war das nicht, oder? Fertigkeiten, doch. Ach, ist noch nicht freigegeben. Ah, okay, so geht das. Jetzt verwende dein bisheriges Wissen, um Stärke, Können und Willenskraft zu verbessern. Machen wir Entfernung.
Schock lähmt deine Feinde. Inferno lässt magische Flammen auflodern, die deine Feinde... Mit Zeitkontrolle kannst du die Welt um dich herum verlangsamen. Da machen wir mal Schock, ne? Schneller bewegen. Lähmen sag ich ganz praktisch. Schock lähmt deine Feinde und trifft sie mit Blitzen. Haben wir einmal das. Stärke können wir auch mal nehmen. Brachialaktionen schalten besondere Fertigkeiten für den Nahkampf frei. Blocken nützt sich eigentlich so gut wie nie. Schaden. Je stärker deine Konstitution, umso mehr Schaden kannst du mit Nahkampfwaffen ausrichten. Fähigkeit. Ein zäher Held hält mehr Schaden aus, bevor er in der Schlacht fällt. Finde ich, glaube ich, ganz gut. Konstitution war was? Schaden, ne? Dann gehen wir zuerst ein bisschen auf Schaden, würde ich sagen. Und dann mit dem... Je stärker... Weiter? Was stand denn da gerade? Ihr habt nicht genug Erfahrung, um mehr über die Fertigkeit zu erfahren. Okay. Hält mehr Schaden aus, bevor er in der Schlacht... Gut. Sehr gut. Fühlst du, wie die Kraft dich durchströmt? Das ist nur der... Farm! Ups! Sehr gut. Jetzt kann dein Abenteuer beginnen. Benutze das Kallistor. Ich möchte an die Kiste... Warum komme ich denn nicht an die Kiste ran? Verstehe ich nicht. Vielleicht kommen wir später mal ran. Ja, Freunde, und stellt euch schon mal drauf ein, die Folge beende ich jetzt hier gleich, weil... Also wenn da noch natürlich jetzt noch ein Video kommt, dann noch nicht, aber ansonsten... Machen wir so, ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch und wenn da gleich ein Video kommt, dann machen wir danach einen Cut. Besiege sie mit deinen neuen Fertigkeiten. Gut, dann machen wir noch schnell... Komm her. Um Erfahrungskugeln, ja. Mach ich doch die ganze Zeit. Geh jetzt nach Bowerstone. Wir treffen uns dort. Gut, Freunde. Ich verabschiede mich an der Stelle jetzt für diese Folge wieder. Halbe Stunde ist wieder rum. Und wie kommen wir denn hier runter? Ach, hier so. Gut, Freunde, eine halbe Stunde ist rum. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir sehen uns in anderen Projekten wieder. Wir hören uns in anderen Projekten wieder, wenn wir wieder Scheiße bauen, wenn es wieder heißt Let's Play irgendwas, dann seid ihr auf diesem Kanal gelandet. Oder wenn es heißt Let's Fail irgendwas, seid ihr auch auf diesem Kanal gelandet. Wenn ihr meine Stimme hört, seid ihr auf diesem Kanal gelandet. Wenn ihr Bastis Stimme hört, seid ihr auf diesem Kanal gelandet. Und wenn ihr auf Corleone LP geht, seid ihr auch auf diesem Kanal gelandet, wie ihr es gewohnt seid. Wir sehen uns. Ich sage Tschüssikowski und bis denne, ciao.